Hey ho, meine Lieben. Heute wird uns wieder kredenzt. Mhm. Und zwar, Manu macht uns eine schöne, leckere Lasagne mit Bacon. Genau. Ja. Nachdem es ja das letzte Mal, wo sie da waren, diese Kürbislasagne gegeben hat, die der Alina absolut nicht geschmeckt hat, hat sie sich dieses Mal ja eine normale Lasagne gewünscht. Und ja, deswegen. Die wird jetzt gemacht. Ich werde wieder im Hintergrund agieren. Und dann lass mal schauen, dass ich wieder selber ein eigenes Video mache. Aber ich hatte ja schon eins mit der Kürbiscremesuppe. Naja, es geht weiter. Wir legen los. Attacke, auch für die kleine, aber feine Küche. So, da haben wir nun schon die kleine, aber feine Übersicht. Viel brauchen wir nicht für die Lasagne. Nein. Bechamelsoße müssen wir nachher noch machen. Da hat keiner von uns hier bis jetzt eine Ahnung. Du hast gesagt, du hast auch noch nie eine gemacht. Nee, aber das Rezept habe ich im Kopf. Gut. Internet vorher recherchiert? Ja. Alles klar, dann werden wir das, glaube ich, auch noch hinbekommen. Zwiebeln, bisschen Bacon, der muss unbedingt da heute rein in die Lasagne. Hackfleisch. Haben wir 1 Kilo. Zwiebeln, hier ist noch eine kleine, die wollte ich noch dazu machen und ein bisschen Knoblauch. Und für die Soße halt gehackte Tomaten. Genau, ein bisschen Tomatenmark. Und diese italienischen Kräuter. Lasagneplatten, italienischen Kräuter, wo sind die? Ah, die fehlen noch, die sind irgendwo da hinten. Medikopter. Medikopter. Ja. Damit der McAllister auch nochmal dabei ist heute. Genau. Tja. Das war's eigentlich, die Übersicht. Wie geht's weiter? Das Hackfleisch wird jetzt erstmal in der Pfanne gebraten. Ja. Genauso wie der Bacon. Muss auch gebraten werden. Aber der Bacon machen wir jetzt noch ein bisschen kleiner schneiden. Ja. Feuer. Dann? Und danach geht's in die Küche. Gar nicht so lange reden. Attacke. Tja, meine Lieben, Pfanne, den Butterschmalzersatz, also das machen wir jetzt zuerst leer, bevor der Butterschmalz wieder angerissen wird. Bacon anbrutzeln, Hackfleisch anbrutzeln, schön krümelig und wenn das alles soweit ist, das können wir glaube ich schon reinschmeißen. Ja, wenn der Bacon soweit ist, ja, komm halt raus hier. Und das Hackfleisch schon angebrutzelt ist, dann holen wir euch wieder hinzu. Kurzerhand auf die Schnelle, immer helle. Der Bacon ist soweit angeschnorpelt. Das reicht uns soweit. Ja, und jetzt Hackfleisch immer wieder ein bisschen hacken. Deswegen heißt es ja Hackfleisch. Haha. Damit es richtig schön krümelig wird. Ja, ganz genau. Ja, dann würde ich mal sagen, klatschen wir die Zwiebeln und den Knoblauch mit rein und schmuggeln das Ganze fertig. Jetzt ja. Würzen wir das Hackfleisch mit dem Medikopter! Hau rein, reichlich und genügend. Das reicht ja nicht. Ja, mein Schatz. Lecker schmecker, lass dann hier wird das. Ja. Du sagtest, der Medikopter ist fast leer? Fast leer, ja. Kein Problem, dann füllen wir nach. Jetzt geben wir in der Zwischenzeit mal ein bisschen Tomatenmark rein. Ja, so langsam sieht es richtig gut aus. Kommen die gehackten Tomaten? Die kommen jetzt auch sofort rein. Kommt direkt damit rein, ja. Oder? Okay.
Darf ich? Das darfst du, ja. Gut. Gut. Wenn er ein bisschen trocken ist, Wasser rein dazu. Brutzelt ganz gut. Was kicherst du da jetzt so? Wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Gewürze rein. Hast mir nicht geglaubt, gell? Nein. Ja, und jetzt ist es schon die ganze Zeit am Nachwürzen und am Abschmecken. Und Salz ein bisschen rein. Ja, ganz genau. Immer ein bisschen abschmecken. Ob genug Salz und Gewürze da drin sind, wie halt eine Lasagne schmecken soll. So, mein Engelchen, für dich habe ich jetzt was ganz Schönes. Ein Schneebesen aus Kunststoff. Aus Kunststoff. Erstens scheppert der nicht so laut. Meinst du? Ja, hoffentlich. Gut, in dem Blechtopf hätte man jetzt noch den normalen Schneebesen aus Metall nehmen können. Aber ich habe ja auch andere Gerätschaften. Töpfe. Ja, und da ist dann eben der aus Kunststoff gedacht. Gut, Bechamelsoße, Butter zum Schmelzen bringen und dann irgendwas mit Mehl anrühren. Mehl kommt dann auch mit da rein. Ja. Darf aber nicht braun werden. Dann schalte ein bisschen zurück, weil das köchelt schon. Halt keine Klumpen dabei sein. Meinst du, dass uns das reicht? Nein, das reicht noch nicht. Deswegen stellt man sowas auf. Ich meinte jetzt überhaupt an Soße. Sollte reichen. Meinst du? Bechamelsoße ist das Beste. Doch, das sollte reichen. Sollte reichen? Ja. Dass es schön cremig ist. Dann schmeckt man das Ganze noch mit ein bisschen Pfeffer. Pfeffer, Salz und Muskatnuss. Genau. Und die Flüssigkeit ist dann Milch. Ach, da kommt Milch auch noch rein. Ja, Milch. Ich sag's doch gleich, dann hol ich dir die doch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Oh, was schmeißt du jetzt auf die Gegend hier? Den Löffel. Ich wollte es eigentlich ins Waschbecken schmeißen. Bitte schön, dann ist da noch Dankeschön. Die Milch. Das glaube ich wird nicht reichen. Oh, oh. Die Milch. Also dafür, dass du das erste Mal selber eine Bechamelsoße machst, gehst du da sehr zielstrebig vor. Eine Milchschwitze ist ja auch nicht anders. Okay. Helle Soße. Fürs Gemüse oder für Spargel, Cremesuppe. Man muss immer gucken, dass es hier keine Klumpen gibt. Ja, wie gesagt, noch abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. So. Und dann werden wir danach dann uns gleich drüben wiedersehen, wo wir die Lasagne zusammenbauen. So, die Blechform, die nehmen wir heute, weil die Lasagne etwas größer wird, weil Spatzel gesagt hat, da kann ich mir dann noch was einfrieren für harte Zeiten. Bisschen eingeölt, oder? Genau, bisschen eingeölt. Jetzt kommen die Platten. Einfach wieder reinlegen. Guck mal, das. So, 6 Stück und fertig. Ja. So. Soll ich dir helfen oder schaffst du das? Warte. Ich glaube, wir helfen. Dann schieben wir das ein bisschen auf die Seite. Ach so. Ja. Gut. Okay.
Machen wir das halt so. Halt! Moment. Noch die Kelle dazu. Ist vielleicht einfacher. Bitte. Dankeschön. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass die Glasform fast ausgereicht hätte. Meinst du? Egal. Hau rein das Zeug. Bitte erstmal hier unten eine kleine Schicht halt dran reingemacht. Hauptsache Bechamelsoße ist genügend da. Wieso randalierst du in der Form so? Mach ich doch gar nicht. Bisschen schön verteilen. Gut jetzt, sonst haben wir nichts mehr für die zweite Lage. So, jetzt kommt das Grauen. So kann man es auch machen, ja gut. Muss ein bisschen mehr drauf. Gut, gut. Gut. Dann nehme ich an, wieder Lasagneplatten. Wieder 6 Stück an der Zahl. Halt eine dünne Schicht Nudeln. Das muss reichen. Hackfleisch ist eh das Wichtigste und die Bechamelsoße. Jetzt guckst du, gell? Schatz, ich kann es auch machen. Kriegst du langsam Hunger? Ja, genau, klopp doch einfach mal das Zeug. Klopp nein, klopp nein, klopp nein. Und verteilst dann ein bisschen. Ja, die Form war jetzt schon etwas sehr doch, groß. Doch, ein bisschen sehr groß, aber ja. Naja. Meine Güte, das Kilo Hackfleisch habe ich mich nur ein bisschen gewundert, weil es sonst nicht reicht. So. Also, wie gesagt, das war jetzt das erste Mal Bechamelsoße, wo man gemacht hat. Sollten wir da was verkehrt gemacht haben, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt der Käse drauf, der Highlight. Der Kaser. Gouda. Wie viele Päckchen hast du da? 2 Stück. Habe ich geholt. Ich habe schon Angst gehabt, dass das jetzt zu wenig ist. Zu wenig ist. Lasagne ohne Käse geht gar nicht. Nee. Tja. Was? Wieso erschrickst du, wenn ich ja sag? Wir haben was vergessen. Ja, dann hauen doch jetzt einfach noch drauf. Fast den Bacon noch vergessen. Aber den mogeln wir jetzt einfach in den Käse mit rein. Vielleicht schmeckt es auch gut. Wir wissen es ja nicht. Natürlich schmeckt es gut. Baconsaft, Baconsaft, Baconsaft. Und wer sich vielleicht wundert, dass Manu heute mit dieser Schürze rumrennt, das hat sie sich selber eingebrockt. Ja. Weil damals im Livestream, für alle die, wo jetzt den letzten oder vorletzten Livestream nicht gesehen hatten, wo ich diese Schürzen bekommen habe, hat die Manu drunter kommentiert, für deine zukünftige Frau. Tja,
Da waren wir noch nicht zusammen. Aber sie hat es kommentiert. So. Und so langsam sieht die Lasagne richtig schon fast aus wie eine Lasagne. Die kommt jetzt noch im Backofen. Bei wie viel Grad? Ich habe jetzt erstmal auf 200 zum Vorheizen. Okay. Ja, und nach dem Backofen präsentieren wir sie euch natürlich wieder. Genau. Ui, da steht sie schon. Mm. Ja, ich glaube, wir können essen. Ja. Essen, essen, essen. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, klatsch mal was auf den Teller. Und da hat auch schon wieder jemand was von Essen gehört. Hallo Alina. Und ab auf den Teller, ab in den Hals. So, meine Lieben, da haben wir sie, die Lasagne. Und dann tun wir doch mal probieren. Richtig lecker. Gemeinsames Fazit kommt nachher. Ja, Freunde, Leute des guten Geschmacks oder wie sagen andere immer. Ich fand's sehr lecker. Ich fand's auch sehr lecker. An der Bechamelsoße müssen wir noch arbeiten. Das haben, ja. Das haben wir selber schon festgestellt. Die ist ein bisschen verlaufen. Ja. Da werden wir uns auch noch schlau machen. Und irgendwann werden wir mit Sicherheit nochmal ein Lasagne-Video machen. Genau. Ja, genau. So weit, so gut? Ja, sehe ich genauso. Ja, in dem Sinne sage ich mal Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wechselt mal.